Hi und hallo bei der heutigen Preview, beziehungsweise ich zeige euch heute mal ein ganz verrücktes Spiel. Das heißt verrückt, viele kennen das wahrscheinlich unter dem Begriff Magic Boards. Ich weiß nicht, wie das ganz früher hieß, ich komme gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall heißt das jetzt Magic Orbs. Und zwar wird es umbenannt, ich weiß nicht, seitdem es auf der PlayStation 3 erschienen ist. Und zwar basiert es auf dem PC-Spiel Magic Ball. Und das Spiel, was wir jetzt hier starten, das wurde 2009 auf der PlayStation released. Und da gibt es so einige Download-Contents, die man sich hierfür noch runterladen kann. Wie man sieht, hier zum Beispiel Kauf mich in so einem Halloween-Special oder Weihnachts-Special. Keine Ahnung. Wir starten einfach mal mit dem ersten Level und schauen mal in die Piraten-Levels rein. Mal schauen, was das Ganze bringt. Wie der Spaßfaktor hier ist bei der ganzen Geschichte. So spätestens jetzt werdet ihr das kennen. Wir haben jetzt hier wunderbare 3D-Landschaft. Wo wir hier. Ja, jetzt sind wir schon hops gegangen. Okay. Wo wir hier schön alles kaputt ballern können. Also auch allein die 3D, die physikalischen Effekte hier mal zur Geltung kommen zu lassen. Das haben die echt schön hingekriegt mit dem Spiel. Also mir gefällt es sehr gut. Gerade wenn man das Spiel noch von damals kennt, dann wird man auf jeden Fall Spaß an der ganzen Geschichte haben. Cool, Nachtszenerie haben wir auch. Das ist sehr geil. Ups, da haben wir schon wieder verrissen. Naja, und weiter geht's. Hier. Aha, eine normale Kugel. Nein, wir schrumpfen. Was ist das? Uah. Oh, wir können schießen. Das ist cool. Bam, bam, yeah. Got bigger. Und die Geld einsacken hier. Dann müssen wir gleich hier mit dem auch fertig sein. Und Überraschungstüte. Stachelball ist klar, der macht uns alles kaputt. Boah. Ja, okay, der Ball macht, glaube ich, was er will. Okay, damit hätten wir das letzte Level mal geschafft. Das war zweimal verrissen, glaube ich, aber na gut, nicht weiter schlimm. Wir machen mal weiter im Text. Ich versuche hier die Preview auf das Spiel einfach so kurz wie möglich zu halten, damit ihr so viel wie... Naja, auch blöd. Ich halte sie sehr kurz, damit ihr so viel wie möglich von habt. Das stimmt jetzt natürlich auch nicht, aber ich versuche euch so viel wie möglich davon zu vermitteln. Die Zeit nur möglich ist. Das Spiel ist derzeit im PlayStation Store, falls ihr PlayStation Plus Mitglied seid, for free erhältlich. Ansonsten kostet es 9,95 €. Was man durchaus überlegen könnte, ob man sich das anschafft, weil das Spiel schon, naja gut, jetzt nicht vielleicht für 10 €. Aber es hat schon einen gewissen Fun-Faktor, definitiv. Also gerade wenn man sich auch die Detailverliebtheit des Spiels mal anschaut. Ich
Aber wie gesagt, also mich würde halt sehr freuen, wenn ihr halt mal ein paar Comments hinterlassen könntet, würdet unter den Videos, wie euch meine Kommentare gefallen, wie euch die Spiele gefallen, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt, vielleicht was ich als nächstes einfach mal zeigen soll, wo ihr vielleicht sagt, hey, das Spiel würde ich mir vielleicht mal kaufen wollen, aber würde es mir ganz gerne mal angucken. Martin, macht es doch einfach mal. Das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn ihr euch da einfach mal melden würdet und einfach mal da posten würdet. Ja. Und weiter geht's. Naja, das ging jetzt nämlich schnell, die halben Heile. Nein! Der war doch noch drauf. Naja, egal. Ja! Ich habe immer noch meinen Spaß. Weil die wird wirklich schön aufgemacht. Schade, dass ich klar verpasse. Ah, hier wird es nicht super. Alles klar. Gut. Und weiter geht's. Ja, ich hoffe mal, es ist nicht allzu langweilig beim Zugucken. Ich meine, das Spiel bietet jetzt nicht so die Abwechslung, dass man jetzt hier... aber ich denke mal schon, es ist ein kleines grafisches Schmankerl. Und ich finde schon, dass es schön anzugucken ist. Haben wir so eine Leine gespannt, die anscheinend irgendwie da hilft, irgendwie den Ball dann aufzufangen, denke ich. Dann Sturm aktiviert. Oh nein, wir sind gestummt. Na los, komm. Ah. Das war knapp. 8 Minuten sind schon rum. Ich denke mal für eine kleine Preview für das Spiel. Gucken. Ja, vielleicht noch ein, zwei Levels jetzt hier anspielen. Ist alles in eins durch, nichts geschnitten hier. Alles 100% uncut. Wie wir das auch schon bei anderen Spielen vielleicht gesehen hat, dass die in eins durchgespielt werden, dass da nichts geschnitten ist. Nein! Ja, wir sehen schon, ich hätte das nämlich rausgeschnitten. Ole, ole! Ich hab 8 Meter! Ja, super! Schön, Profi abgegriffen, 1A. Hat sich das Anspielen von dem Spiel auch gelohnt. Aufgepasst beim Eierkauf.
Und Level complete. Sehr nice. So. Was haben wir als nächstes auf dem Schirm? Oh, Bonus. Bonus Level. Okay, das hätte ich mir natürlich sparen können. Ne? Naja, egal. Minutenmann, Trophäe, naja. Alles klar. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Und dann machen wir hier einen Break. Wie gesagt, das Spiel im PlayStation Store. Ich weiß nicht, ob es auch für die Xbox gibt. Aber für die PlayStation Plus Mitglieder, wie gesagt, kostenlos, zieht euch auf jeden Fall mal rein. Und für alle anderen einen knappen Zehner. Ich versuche jetzt mal die nächsten Tage immer mal wieder hier eine Preview oder irgendwas rauszubringen, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt, immer was Neues habt. Mal ein bisschen ab von den normalen Let's Plays, die wir auf unserer Seite haben. Und ich hoffe mal, ich kann euch damit auch ein bisschen bei Laune halten. Die Woche werde ich dann wahrscheinlich noch ein komplett neues Game, was rauskommt, Let's Play eröffnen. Da verrate ich aber noch nicht mehr, da müsst ihr euch überraschen lassen und am besten immer mal auf den Channel gucken, was es für Neues gibt und ob was Neues rausgekommen ist. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich euch weiterhin bespaßen darf hier und auf unserem Channel begrüßen darf und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, euer Black Devil 666 von den Azores. Haut rein. Ciao.